Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Diamant. Wir haben hier Ruinen betreten und was wir hier finden, das werden wir uns jetzt mal ansehen. Hier ist nun Stein. Das ist nicht weiter interessant. Sehr gut, dann gehen wir wieder. Aber wir haben noch mehrere Wege. Wir gehen erst nach... Moment, da steht was. Würde ich sagen. Ja, ist interessant. Kann ich das lesen? Oben rechts, unten links... oben rechts. Was? Nee. Moment, das muss ich mir aufschreiben, wenn ich irgendwas zum Schreiben hätte. Moment, ja, ziemlich gute Vorbereitung hier. Okay, pass auf. Wir nehmen oben rechts. Wir nehmen unten links. Nehmen wir oben rechts. Ja, ich möchte mir das nicht auswendig lernen. Oben links und oben links. War's das? Nee, unten links. Das war's. Ich glaube, man kann hier aber noch mehr Zeugs finden, aber wir nehmen jetzt mal den richtigen Weg. Das bedeutet hier, oben rechts. Dann gehe ich mal nach diesem Weg, obwohl das falsch ist. Hier ist nämlich nichts. Der hier will bestimmt kämpfen. Nee. Irgendwas ist seltsam in diesen Ruinen. Doch, gerade deshalb komme ich so gerne hierher. Schau nachher mal bei mir vorbei, dann gebe ich dir meine Ballkapsel. Die kannst du dann mit Sticker verzieren. Das ist ja schön. War es jetzt irgendwo hier im Dorf oder so? Ich glaube ja, oder? Dann... Oh, hier drin kommt ein Pokémon. Oh, sehr schick. Leider nicht blau. Shiny war blau, aber will ich ein Inkognito haben? Plipfel macht sich Sorgen, dass der Kampf schieflaufen könnte. Wieso das? So, wir nehmen den falschen Weg. Hier ist aber wieder nichts. Okay, nehmen wir jetzt den richtigen Weg. Als nächstes werden wieder oben rechts, richtig. Ah, Fluchtzahl nehmen wir immer gerne. Dann haben wir noch... einen komischen Mann. Oh, der will aber kämpfen jetzt auf einmal. Hier wirbelt es nur sofort ihr Kugelto. Das muss seinen Grund haben. Aber mir wird partout keine einfallen. Ah, oh, vielleicht ändert er einen Kampf, mein Frust. Ja gut, können wir machen. Können wir machen. Runenmaniac Rolf. Das ist bestimmt ein Kugelto. Ne, ein Kleinstein. Das trifft sich gut, würde ich sagen. Ja, und diese Lösung damit in Inkognito-Zeichen. Ich meine, man kann auch einfach nur jeden Weg abgehen, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sich verlaufen könnte. Keine Robustheit, sehr schön. Ja, unser Ei, genau, wir haben noch ein Ei dabei. Nochmal Kleinstein. Das ist ja spaßig und spannend. Wow, sogar Level 17 dieses Mal, wow. Ja, bin ein bisschen schläfrig, ja, kein Wunder. Das ist einfach nur ein Stein mit Armen und Gesicht. So, weggewaschen. Vom Feld gefegt. So, das war's, oder? Weil... Bronze lässt du auch noch. Haben wir da irgendwas anderes? Eigentlich nichts. Es gibt keinen Grund, nicht mit Blipfeln zu kämpfen. Würde ich mal sagen. Ja, wir bleiben bei Blubstrahl. Viel mehr können wir aktuell nicht tun. Wobei, wir hätten mit Garados Biss einsetzen können, respektive Knirscher. Global, nett. Aber nicht wirklich interessant. So, und zack. Oh, die Kämpfe dauern so lange. Gefühlt, ja. Und kein Level Up, okay. Gut, dann können wir jetzt den richtigen Weg gehen. Das müsste oben rechts sein jetzt nämlich. Deswegen erstmal noch hier. Und? Auch nicht interessant, schade. Okay, oben rechts. Als nächstes wäre oben links richtig. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Auch nicht, warum? Aber viele Kognitos sind hier nicht. Möchte ich mal behaupten. Dann gehen wir hier. Riesenpilz, immerhin das. Ja, so kann man eigentlich gut alle, ich sag mal, Räume abklappern. Weil die führen ja alle nur zu einem Stein. Die Räume hat man einfach nur kopiert. Ziemlich lame, möchte man sagen. Dann wäre nochmal oben links. Komm, irgendwas Cooles muss doch hier zu finden sein. Oh, hier zum Beispiel. Sonderbonbon. Ist aber doch nicht der richtige Weg, oder? Gefäß voll Schrägrauch.
Schrägrach könnte was sein. Hirntafel, vielleicht für Bronzel. Ja, bla bla bla. Ja. Und ein Nugget, das ist auch immer gut. Okay, könnte ich denn jemandem etwas Cooles geben? Die Hirntafel. Oder halt das. Ich glaube, wir lassen das aktuell mal noch. Freundschaft. Alles Leben beruht. Anders Leben um etwas. Was? Ach so, alles Leben berührt. Anderes Leben. Um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Sprechen die gerade von Geschlechtsverkehr und Geburt? Sollte noch weitergehen. Scheinbar war es das schon. Na gut, dann verschwinden wir. Wisst ihr was? Wir haben nicht umsonst ein Fluchtsaal gefunden. Ich wollte schon sagen, wenn ich das finden würde, könnten wir es einfach nur einsetzen. Das war jetzt nicht so aufschlussreich, muss ich sagen. Ich hätte mir mehr erhofft, aber hey, immer ein Nugget. Wo ist dieses Kind zu Hause? In diesem blauen Haus da? Könnte sein. Werde ich noch kurz nachprüfen gehen. Nein, ich bekomme Sticker für eine Ballkapsel. Ich meine, hey. Wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, das bist du, oder? Ich erforsche die Kognito, bla 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 bla. Ich habe keins, nein. Okay. Ich habe keins. Ach so, ich bekomme nur Sticker, wenn ich ihm die Kognitos zeige. Gut, dann hat sich dieser Ausflug ja bestens gelohnt, ne? Ich würde sagen, wir verschwinden von hier. Okay, und hier waren wir bereits mal. Hier haben wir schon... Oh, das sind doch Bären. Ich glaube, keinen interessanten. Würdest du bitte da hochfahren? Dann aber kämpfen. Vom Rad absteigen, ist das ein Thema? Danke. Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet. Das ist aber ziemlich schwer, wenn du so umherläufst. Wer bist denn du? Ich ruhe mich hier ein wenig aus. Wäre ich eine Vogel-Pokémon, würde ich jetzt die Attacke Ruheort einsetzen. Räusper, Räusper. Oh. Ruheort ist interessant. Wenn sie ohne das weiterfliegen müssten, würden Vogel-Pokémon irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Ruheort bringt einen Vogel-Pokémon... Oder einen, ja, ein Vogel-Pokémon ist gut. Ein Flug-Pokémon zu Boden und dann kann es sich ausruhen. So, Doppelkampf, Bronzel und Garados, würde ich sagen. Man weiß ja nie. Wenn mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Ja, hohohoho. Das ist ja... Ne? Das ist wohl die Bedeutung von Team. Toll, ein anderer macht's, ne? Skunkapu und Charmian. Ist jetzt nicht so das Optimum, muss ich sagen. Besonders Skunkapu nicht. Das Vieh muss weg. Unlicht-Pokémon ist nicht gerade toll für mein Bronzel. Was machen wir? Ich würde sagen, wir machen einen... Vielleicht machen wir ein bisschen Schaden, ne? Und Garados, du... Ja, wir müssen Skunkapu erstmal loswerden. Da ist mir ein Dorn im Auge. Ohoho, fantastisch. Garados, du Maschine. Oh, Plim Plim, Level Up. Heuler, das ist in Ordnung. Ich habe gar nicht gesehen, wie viele Pokémon die dabei haben. Da müssen die öffentlich allzu viele sein, oder? Der Angriff sinkt, toll gemacht. Gyroball. Ja gut. Okay, sie haben nur ein Pokémon. Ja gut, dann hauen wir drauf. Nee, warum Knirsche? Wir haben wieder eine Step-Attacke. Trotz des Heulers könnte es ausreichen. Naja, ohne Probleme. Ich vergesse immer, dass ich ein bisschen überlevelt bin. Wobei, es geht eigentlich. Bodyguard, nein, danke. Möchte ich nicht haben. Beziehungsweise brauche ich nicht. Hohohoho, ah, sag doch still. Das verlief relativ gut. Okay, was ist... Ach so. Ich bin als Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren, aber ich weiß, ich werde mein Bestes geben. Du bist nicht grün hinter den Ohren, du bist grün auf dem Kopf. Und
So, aufgrund deines Tuchs da. Amanda. Amanda von Klunker. Oh, kennt noch jemand Amanda von Klunker? Oh, ich möchte jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber wenn das jemand weiß noch, bitte schreibt es in die Kommentare. Dann seid ihr cool. Dann seid ihr wirklich cool. So, Gyroball. Ein bisschen mehr hätte ich gerne gesehen, gebe ich zu. Aber man kann nicht alles haben. Pi, du bist zwar süß, aber du nervst mich gerade ein bisschen, weißt du das? So, und Bronzel? Sehr schön. Ja, Bronzel ist noch nicht wirklich stark, das ist das Problem. Gesang, gut, wir gehen. Wir gehen. Du bist ja so ein kleines Pi, ja? Und kannst du dermaßen nervig sein? Wer macht denn das? Ich würde sagen... Ja, komm, warum nicht Pachirisu? Warum nicht? Schlafst du dich gut aus, Bronzel? Ja, da ist völlig okay. Gut, Säuselstimme. Das war ja bedrohlich. Okay, Elektroball. Hau das Vieh weg. Pi auf Level 19. Ich glaube, es wird nicht genug geliebt. Könnte sein, oder? Kein Level up, schade. Vonera. Gibt Vonera auch gute Erfahrungspunkte, frage ich mich gerade. Müsste eigentlich, oder? Weil Schanera tut es auf jeden Fall. Das lohnt sich dann halt immer. Ach, komm schon. Imitator. Ich meine, Glückwunsch. Das kann unter Umständen sogar noch gefährlich sein. Ich meine jetzt nicht in diesem Punkt gerade, aber andersweitig. Aber das ist nicht der Fall und deswegen alles gut. Und Golbat levelt, ja. Bedeutet, wir müssen wieder aufpassen, dass es sich nicht entwickelt. Pipi. Na komm, wir haben keine Zeit jetzt. Garados, mach du das. Es sollte ziemlich angriffsstark sein. Hat sie anschließend noch einen Scharnierer auch noch? Ich glaube, es waren drei Poké. Ja, sie hat nur noch eins. Okay. Dann würde ich sagen... Kaskade! Hau rein! Sehr schön. Das war gut. Das war gut. So. Macht nichts. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Ja, ja. Okay, Garados. Ich meine, Golbat will sich entwickeln. Aber nein, ich werde dich lieber so behalten, wie du bist, mein Freund. Seltsam. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass das einfach so möglich ist, ja. Nur B-Taste drücken und dann, ja. Ich würde mir gerne noch das Item da drüben holen. Vielleicht ist es ja was Sinnvolles. So, dafür brauche ich wieder das Rad, ne? Ach, ich stehe mit einem Fuß im hohen Gras, ja, deswegen darf ich nicht. Ich glaube, gegen den da müssen wir auch noch kämpfen, oder? Ja. Wenn der schon mal da ist. Das sind halt alles Züchter. Haben die wirklich nur Baby-Pokémon? Scheinbar. Ein Pichu. Da bin ich ja froh, dass ich Pachirisu vorne habe und nicht Garados. Ich meine, es ist nur ein Pichu, aber... Pachirisu würde gerne gestreichelt werden. Oh. Dann komm her, Kleines. Nach dem Kampf. Ne? Das war ein Volltreffer. Ja, Wangenrubbler, das könnten wir auch. Macht ihr aber nicht. Machen wir aber nicht. Und weg mit dir. Tschüss, Pichu. Okay, Pachirisu levelt. Das ist gut, dann könnten wir... Wir bleiben erstmal dabei. Vonera, nochmal. Toll. Baby-Pokémons. Baby-Pokémon. Shit. Das wollte ich nicht. Immerhin sehen wir mal Blitz im Einsatz. Wird in diesem Durchlauf des Spiels auch nicht oft der Fall sein, dass wir das zu sehen kriegen. So. Elektroball, das wollte ich. Pachirisu braucht unbedingt noch eine neue Attacke. Irgendwas Sinnvolles. Komprimator. Jetzt müsste man Stampfer beherrschen.
Das würde dann sehr guten Damage machen. Dankeschön. Hat schon die Befürchtung, dass wir dich treffen. Aber alles ist gut. Und Pikachu. Ja, nervig, nervig, nervig. Ich wollte gerade wechseln, aber ich sehe, wir haben immer noch ein Problem gegen Elektro-Pokémon. Außer Bronzel, aber das schläft aktuell noch. Ah, okay, das dauert jetzt halt ein paar. Muss das sein? Muss das sein? Ruckzuckieb, ja, ist in Ordnung. Das kriegen hängt was, Shirisu. Volltreffer wäre ziemlich cool. Weil so werden wir 5 Angriffe benötigen. Und wir haben nur noch ein... Oh nein, wir haben nur noch einmal Elektroball. Ah, ist ja toll. Und dann... Oh nein. Wisst ihr was? Was mache ich da? Bronzel, komm her. Wir brauchen dich. Ansonsten dauert das sehr, sehr viel länger, als dass ich das sehen möchte. Mit Wangdrubler, wisst ihr? Das wäre nicht so cool. Bronzel, gedenkst du, bald aufzuwachen? Denn falls ja, versuche ich mal anzugreifen. Hm, komm schon, schläf tiefenfest. Das ist ja spaßig. Nein, nicht doch. Oh Gott, lass das jetzt. Ich glaube, mit diesem Pikachu werden wir noch so unsere Probleme bekommen. Bronzel? Ich habe meinen Wecker gerade nicht dabei. Lass da... Ey, nein. Das wird jetzt ein Krampf werden, glaube ich. Bronzel ist aufgewacht und trifft nicht. Ja, klar. Ruckzuckieb. Ja, den Fluchtwert erhöhen. Das ist halt nicht mehr so OP wie früher, aber es kann halt schon sehr, sehr nervig werden. Ja, mach das ruhig, das ist kein Problem. Bronzel, bitte! Dieses verdammte Pikachu! Komm, du musst noch einmal treffen, noch ein einziges winziges Mal, ja? Dann ist gut. Dann ist alles gut. Ja, toll, jetzt werden wir es gar nicht mehr treffen, oder was? Komm schon, eine Attacke muss treffen, Bronzel. Vielleicht der Gegenstoß? Bringt eigentlich nichts, ja. Bringt eigentlich nichts. Wir werden nie wieder treffen. Nie wieder. Doch, Gegenstoß trifft dann wieder. Aus Gründen. Aber gut. Gute Arbeit, Bronzel. Ja, du auch, Pachirisu. Gut, dann war es das soweit. Was sagt die Zeit eigentlich? Die Zeit sagt, ist gut. Das Spiel sagt aber, wir haben noch nicht allzu viel gemacht. Superball, nehme ich mit. Nehme ich mit. Was ist eigentlich unser Ziel jetzt? Wir sollen nach Schleiede gehen. So heißt es, glaube ich. Route 215, da regnet's. Hier regnet's nicht, das ist cool. Was? Die beste Milch der Welt, wisst ihr was? Oh, die Enton. Die Enton versperren den Weg. Wir wollen nicht weggehen. Okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch ein Glas Milch. Und dann, ja. Akzeptieren wir einfach, dass da Enton stehen. Willkommen, dieses Pokémon ist mein ganzer Stolz. Oh, die... Oh, shit, die will kämpfen. Ich dachte jetzt, sie verkauft mir Milch oder so. Frauke. Du hast 3 Pokébälle, aber nur ein Pokémon. Das ist ein bisschen fraglich. Die beiden anderen sind vielleicht besiegt oder so. Ich hätte Pachirisu an der ersten Stelle nehmen sollen, fällt mir auf. Ja, seine AP sind jetzt nicht mehr das, was sie mal waren. Wisst ihr was? Wir setzen... Golbat ein. Los geht's! Heuler. Heul nicht rum hier. Ja, vielleicht kriegen wir halt doch kein Glas Milch. Ja, was soll's. Giftzahn! Ah. Immerhin vergiftet. Bringt mir zwar nichts, aber... Oh, 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 oh. Eisenschweif. Metronom. Immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Immer sehr, sehr gefährlich. Stell dich mal vor, das Vieh hat jetzt irgendwie Psychokinese oder so eingesetzt.
Oder Donner. Oder Explosion oder was weiß ich. Metronom, sehr gefährliche Attacke. Aber wir haben es geschafft. Bisschen Heilung, wirklich nur ein bisschen. Und das war's. Ja, heul nicht rum. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich es vergesse, werde ich Garros an die Spitze packen. Und dann würde ich sagen, bevor wir testen, ob wir nicht doch irgendwie ein Glas Milch abstauben können, würde ich sagen, war's das erstmal für heute mit Pokémon Diamant. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!